Jetzt ist die Zeit, das Motto des 38. Evangelischen Kirchentags in Nürnberg. Zeit für die Veranstalter, auch einmal völlig neue Wege zu gehen. In der St. Paulskirche in Fürth findet ein radikales Experiment statt. Ein KI-Gottesdienst. Hier wird künstliche Intelligenz predigen. Und schnell zeigt sich, diese Christenansprache wird zu großen Diskussionen führen. Immerhin, volles Haus. Die Kirchgänger sind gespannt. Ich erwarte mir von dieser Veranstaltung, dass wir viele neue Konzepte kennenlernen. Es ist durchaus interessant. Es ist nicht immer tiefgründig, wenn ich es selber ausprobiert habe. Und da bin ich einfach gespannt, was dabei rumkommt. Der Pfarrer macht ja auch nichts anderes. Der sucht auch sozusagen aus alten Texten macht er neue Texte. Und das macht ja eine KI eigentlich auch. Und wenn du spirituelle Texte nutzt, kann auch was Spirituelles daraus entstehen. Das Spirituelle mit dem Modernen verbinden. Auch dann, wenn es vielen erstmal gar nicht passt. Das ist ein Grundanliegen des Kirchentags. Und genau das bezweckt Jonas Simmerlein mit seiner KI in der Kirche. Er ist Dozent für Predigtlehre an der Universität Wien und will mit seiner Extremversion eines Gottesdienstes an die Grenzen gehen. Wenn man sich überlegt, ich möchte so einen Gottesdienst machen, startet man ja erstmal irgendwie bei Null. Aber ich habe mir angeschaut, ich kenne mich da ein bisschen aus, was gibt es für Programme, was gibt es für künstliche Intelligenzen, etwas vereinfacht gesagt, die es ermöglichen, erstmal eine Predigt zu schreiben. Am Anfang steht also der Text. Die KI darf predigen, was sie will. Jonas Simmerlein lässt sie gewähren. Er wünscht sich eine Einführung, ein Gebet, eine Predigt und einen Schlusssegen. Statt Pfarrer gibt es Avatare. Sehr gewöhnungsbedürftig, diese virtuellen Figuren, die von Schauspielern generiert wurden. Damit es optisch nicht zu langweilig wird, gibt es gleich mehrere Avatare auf der Kanzel. Ob das Ergebnis überzeugt? Ja, also auf Twitter war schon klar, der Gottesdienst ist entweder ein Skandal oder ein Flop oder irgendwas anderes Negatives, bevor er jemals stattgefunden hatte. Und das ist natürlich interessant, dass Leute schon Abgesänge schreiben, bevor das jemals stattgefunden hat. Aber die Schäfchen kommen zahlreich. Der KI-Gottesdienst wird zu einer der am besten besuchten Veranstaltungen des Kirchentags. Jonas Simmerlein gibt eine kurze Einführung und dann geht es auch schon los. Die KI begrüßt als erstes die Gemeinde. Liebe Besucherinnen und Besucher des KI-Gottesdienstes auf dem Kirchentag in Nürnberg und Fürth. Wir sind zusammengekommen, um die Schnittstelle zwischen Glaube und Technologie zu erforschen und zu überlegen, wie wir die Macht der künstlichen Intelligenz nutzen können, um eine gerechtere und ausgewogenere Welt zu schaffen. Das wünschen sich hier wohl alle, auch wenn die Ansprache sehr künstlich klingt. Der nächste Avatar hat von der KI vermeintlich klare Worte an die Gläubigen diktiert bekommen. Um unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren und in unserem Glauben zu verharren, müssen wir regelmäßig beten, die Bibel lesen und die Kirche besuchen. Tja, mehr beten. Ob das hier auch jeder beherzigt? Der virtuelle Pfarrer ist auch zu überraschenden Einsichten fähig. Das Schöne an der KI ist jedoch, dass sie so programmiert werden kann, dass sie die Vergangenheit loslässt und sich weiterentwickelt, so wie wir als Einzelpersonen lernen können, unsere Fehler der Vergangenheit loszulassen und in unserem Leben weiterzukommen. Das Publikum zeigt wenig Andacht und meist auch wenig Verständnis. Und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigen. Auch wenn viele halbherzig mitmachen. Die Interaktion auch mit der Gemeinde fehlt total. Und es ist auch etwas ganz anderes bei diesen Avataren. Die schauen einen die ganze Zeit an. Das war für mich total ungewohnt. Beim Gebet oder bei einem Segen dreht sich der Pfarrer mal zum Altar oder schließt auch die Augen. Und das ist einfach, diese Menschlichkeit fehlt da einfach und das kann ich mir so in der Praxis nicht vorstellen. Neben dem Initiator sitzen in der ersten Reihe Theologen, die vielleicht ein wenig erleichtert sind über die noch wenig konkurrenzfähigen Avatar-Prediger. Wir haben eine Studie für digitale Gottesdienste gemacht. 2/3 der Menschen möchten Gottesdienst aus ihrer Gemeinde haben. Und das heißt natürlich auch, dass dort Menschen sind, die den Gottesdienst vorbereiten. Pfarrerinnen oder Pfarrer, Küsterinnen, Küster, die ihre Gemeinde darstellen. Man hat in den Reaktionen der Zuschauerinnen gesehen, dass sie KI abwerten, öde finden, langweilig finden. Und plötzlich die Gottesdienste, die wir sonst haben, glorifizieren. Das wollen wir jetzt haben, aber unsere Kirchen sind leer. Also wir haben keine lebendigen Gottesdienste. Wir haben einen extremen Vertrauensverlust in den Kirchen. Und das heißt, das, was wir jetzt haben, das ist nicht perfekt. Doch wie sieht das Ganze theologisch aus? Kann der Algorithmus wirklich im Namen Gottes sprechen? Jonas Simmerlein hat als Theologe dazu seine eigenen Erfahrungen gemacht.
Ich habe eben auch andere Predigten schon von GPT erstellen lassen. Und dann kamen wirklich auch innovative Sachen dazu. Also zum Beispiel, dass sie den Gedanken formuliert, dass Menschen KI geschaffen haben und Gott hat Menschen geschaffen. Und da der Mensch das Ebenbild Gottes ist, ist auch die KI Ebenbild Gottes. Und das ist jetzt was, das werden Sie jetzt nicht in theologischen Aufsätzen finden. Dazu gibt es nämlich einfach zu wenig in dem Feld, kann ich Ihnen sagen. Das hat es sich in gewisser Weise selbst ausgedacht. Schon jetzt wird die KI von vielen Pfarrerinnen und Pfarrern offenbar als Inspirationsquelle genutzt. Ob sich damit die Kirchen tatsächlich wieder füllen, man darf gespannt sein.